ist dann die Veranstaltung, die vorne bei der Goldelse und so war. Nicht wahr? Mit dem Bodo Schiffmann. Ja. Und jetzt ist ein Netz im Internet. Ich habe das gesehen. Was ist im Internet ein Netz? Entschuldigung, ich bin sehr aufgeregt. Im YouTube. Weil ich nicht gewohnt bin, vor so vielen Menschen zu sehen. Das ist für mich ein bisschen aufregend. Ja? Unter die Augen reden, wenn jetzt Christoph ist. Nee, ich finde es öffentlich, so ganz wichtig. Weil es gab, glaube ich, dann gestern... Ich habe heute gesehen im Internet, da gibt es ein Video, wo Sie mit dem Herrn Bodo Schiffmann reden, dem Doktor, nicht? So. Nach Ihrer Veranstaltung, dass Sie eingeladen wurden zu einer Veranstaltung am Reichstag. Und aber gesagt, ich rede kurz zu Ende. Ja. Aber machen Sie schnell, weil ich habe nicht gesucht, ja? Okay. Machen Sie bitte schnell. Ja. Kommen Sie doch um den Punkt, weil... Ja, und da sagen Sie, dass Sie keiner zu der Veranstaltung gehen soll am Reichstag, weil das Nazis und Holocaust... Ich habe nicht von Nazis gesprochen, ich habe gesagt, dass dort die Rechten und Holocaust-Leute zuschütteln. Dort hat ja der Nikolai gesprochen, der ein verurteilter Holocaust-Leugner ist. Wer ist Nikolai? Lehrling, der Volkslehrer. Ach so, nee, gut, egal, der wird auch nie mit diesem Band laufen. Ich komme von hier. Ja, aber ich darf Ihnen nur sagen, dass als ich mit den Leuten auf der Wiesn vor dem Reichstag ankam, dieser Rüdiger Hoffmann, glaube ich, sprach und kurz Zeit später sprach der Nikolai Lehrling und sie hat meinen Namen mehrfach erwähnt und mich eingeladen, dort auf der Bühne zu sprechen und sogar angekündigt, dass ich dort zu sprechen würde. Nun sage ich Ihnen, wie ich darauf reagiert habe. Ich war erschüttert. Ich habe... Und ihm Gott gebetet gesagt, ja, ist das nicht ein Fehler, wenn ich dorthin hingehe? Dann haben mir Leute geraten, geh dorthin, distanziere dich von diesen Leuten. Dann habe ich mir aber gesagt, Moment, ich hatte gerade ein ARD-Kamerateam bei mir, die hatten mich sogar 15 Minuten begleitet auf dem Weg zum Reichstag. Als ich ihm dann aber nicht gesagt habe, was ich hören wollte, ich habe immer gesagt, was auch immer sie mir jetzt hier anrichten wollen, Ich habe dann auch das Megafon immer wieder gesagt, Leute, schließt euch mir an, wir gehen jetzt zum Reichstag, wir bilden dort eine Menschenkette, aber alles wichtig, ihr müsst mir versprechen und vor allem euch selbst, das ist gerade ganz wichtig. So, die ARD hat hier natürlich die TV-Aufnahme bekommen. Als ich dann die Demo vor dem Kanzleramt verkündet habe und die Polizei aufzog und die Demonstranten, war das eigentlich nicht. Die wollen nicht wieder transportieren. Moment, lass mich jetzt ausreden. Und ich sage es nochmal ganz deutlich, ich habe die Menschen alle dann gebeten, weg vom Reichstag von dieser Kundgebung zu gehen, von Rechtsextremen und Holocaust-Leugnern, und hier zu folgen zum Kanzleramt für Freiheitswahl. Und jetzt dürfen Sie hin. Und sagen Sie das bitte etwas weniger aggressiv, weil ich darf das nicht sagen. Sie wirken auf mich, wenn ich in Ihre Augen schaue. Und dann möchte ich Sie wirklich bitten, kommen Sie runter. Sprechen Sie ganz vernünftig mit mir. Sie haben so einen Gesichtsausdruck. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Nein, Sie sehen ja nicht den Gesichtsausdruck. Glauben Sie mir, ich habe gestern auch. Ja? Sie ist aufgeregt. Ich habe Sie gerade. Umarmt euch mal. Ja? Umarmt euch doch mal, oder? Ich möchte jetzt erstmal hören, was Sie mir sagen wollen. Die Veranstaltung am Reichstag. Das Häuschen, was dort steht. Ja? Was dort stand. Haben Sie gelesen? Ich habe kein Häuschen gesehen. Dort steht ein viereckiges, wo man sich im Garten, so Gartenhinzelt stellt, auf diesem Holzband bei dieser Veranstaltung vor dem Reichstag, weht das St. Georgs Banner, sagt Ihnen das was? Nein. Genau, das ist nämlich das Missverständnis. Es gibt kein Missverständnis, wenn ich Ihnen sage, dass gerade der Volkslehrer, der wegen Holocaust-Leugnung verurteilt wurde, ja, doch, wenn ich unterbreche, weil Sie nicht die Zeit haben, rede ich jetzt einfach mal. Und mich einlud. Also, der Erfolgslehrer gehört nicht zu dieser Veranstaltung, sondern kam dort als warum Besucher. Sie haben ihn dort sprechen lassen? Ich spreche jetzt, weil Sie mich darum gebeten haben. Es geht bei der Veranstaltung, die vor dem Reichstag war, um die Umsetzung des Potsdamer Abkommens. Wissen Sie, wen Sie als Holocaust-Leugner bezeichnet haben? Sie haben den, Entschuldigung. Dann sagen Sie weiter. Für den Augenblick. Sie ist aufgeregt. Nein, das hat nicht mit Aufregung zu tun. Wollen Sie jetzt, dass ich rede oder nicht? Ich halte nicht.
Ich weiß nicht. Nein. Soll ich erzählen oder nicht? Schauen Sie, Sie wollen hier gerade so antigonal machen. Sagen Sie einfach in zwei Sätzen, was Sie wollen. Bitten Sie jetzt, sagen Sie mir ganz lieb und nett, was Sie in zwei Sätzen wollen. Dort sprach der Volkslehrer, dort sprach ein Rüdiger Hoffmann, der ganz eindeutig eine NPD-Vergangenheit hat. Ja. Das, wenn Sie sagen, das mag sein, zweifeln Sie das an. Ich sage nochmals, er hat eine NPD-Vergangenheit. Und ich werde Menschen, die bereit waren, für ein nationalsozialistisches Terrorregime Bahn zu brechen. Ich werde diesen Menschen niemals... Entschuldigung. Und das ist eine teuflische Verdrehung. Ich als Mann, der zu Gott und Jesus Christus betet, jeden Tag sage Ihnen gerade, Sie begehen eine teuflische Verdrehung. Und wenn Sie damit nicht aufhören, werden Sie an meiner Seite in den kommenden Wochen und Monaten und Jahren keinen Platz haben. Sie begehen deutsche Verdrehung, wenn ich Ihnen sage, dass Sie gestern Rechtsextremen, einem Volkslehrer, der den Holocaust leugnet, Raum gegeben haben, die meinen Namen erwähnten und mich dorthin locken wollten. Ich weiß noch nicht einmal, ob das nicht vielleicht vom Verfassungsschutz geschickte Plaköre sind. Und jetzt bitte ich Sie einfach, wir werden hier nicht auf einen grünen Zweig kommen. Glauben Sie mir, dass ich immer das Vaterunser jeden Tag bete? So. Wenn uns was verbindet, ist das doch eine schon mal tolle Sache. Was verbindet die Wahrheit, sonst nichts. Und um die geht es hier gerade. Es geht um diesen Artikel 139. Was da drin steht? Es geht um diesen Artikel. Wort geltet. Artikel unsere Menschen zur Selbstbestimmung führen, dann kann ich nur sagen, sind Sie auf dem Holzweg. Das, was wir hier versuchen gerade, bietet euch allen in den kommenden Monaten und Jahren eine realistische Chance. Wir haben gestern Geschichte geschrieben. Ja. Und wir wollen jetzt nicht spalten und das, was ihr hier macht, auch der Volkslehrer und andere, das rede ich euch ein. Ihr seid in Wirklichkeit gerade die spaltet. Wenn ihr euch zur Selbstbestimmung und Freiheit des Individuums bekennt und Tyrannen verurteilt, wie Stalin und Hitler, dann können wir gerne Seite an Seite für den Frieden und die Freiheit und die Wahrheit und die Gerechtigkeit eintreten und gehen. Nein, das tut ihr gerade nicht. Und wenn ihr das Gegenteil behauptet, begeht ihr deutsche Drehungen. Dann begeht ihr deutsche Drehungen. Und indem ihr mir sogar vorwirft, dass ich Freiheit beschränken möchte und spalte, betreibt ihr in Wirklichkeit die Spaltung und deutsche Drehungen. Weil ich unternehme gerade alles, damit wir gemeinsam mit Michael Ballweg, mit Bodo Schäfer, mit all den Menschen hier, ja, die Menschen zusammenführen. Ich habe den Nana gestern auf der Bühne in den Arm genommen. Wir haben das ganz bewusst hier alles gemacht. Wir wollen die Menschen zusammenführen. Ich habe auch die Polizisten mich gestern festgenommen und ich habe ihnen gesagt, ja, ihr wisst, dass in den nächsten 2 Jahren es zu einem Bürgerkrieg kommt. Und wenn ihr uns jetzt stoppt, sage ich euch, werden eure Familie, mit auch deine Familie, kannst du gerne mit Thorsten anreden, wird auch deine Familie bald bedroht sein. Und wir wollen den Weg des Friedens und der Freiheit, der Wahrhaftigkeit gehen und der Selbstbestimmung der Menschen. Wenn sie uns stoppen, hört doch auf mit diesem dämlichen Potsdamer Abkommen, mit Friedensverträgen. Das ist ein vorgeschriebenes Gesetz. Friedensverträgen, ja. Ihr seid Ideologen. Das vorgeschriebene Gesetz der Alliierten. Stalin war ein Ideologe der Kommunisten. Hitler war ein Ideologe. Ihr seid damit auch ein Ideologe. Wir werden aber nur mit den Herzen der Menschen zur Selbstbestimmung kommen. Und nicht mit irgendwelchen Gesetzen. Wir müssen die Herzen der Menschen erreichen. Und wir haben gestern die Herzen der Menschen erreicht. Okay? Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir, dass du den richtigen Weg findest. Und ich bin der Auffassung... Ich finde gut, dass sie nicht überheblich sind. Das finde ich gut. Dass sie wirklich nicht über... Das finde ich lobenswert. Dass sie hergekommen sind und mit mir gegenüber geredet haben und dass sie nicht überheblich sind. Ich angeboten habe, dass du dich annimmst. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Ich sage euch nochmals, ihr werdet mit irgendwelchen Paragrafenreitereien, werdet ihr nicht zum Ziel kommen. Das ist leider Gottes sehr ideologisch, was ihr da macht. Ich bitte euch einfach, wir müssen den Weg der Liebe gehen. Wir müssen uns an die Herzen der Menschen wenden. Deshalb habe ich gestern auf dem kleinen Prinzen zitiert.
bei dieser Rede, die ich gestern gehalten habe. Man sieht nur mit dem Herzen, das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar. Vielleicht habe ich dir gerade Unrecht getan, als ich gesagt habe, ich schaue in deine Augen, ich sehe Aggressivität, ich entschuldige mich dann dafür. Ich hoffe, nein, es ist ganz wichtig, dass wir alle hier eine gemeinsame Basis finden. Und das schaffen wir nicht, indem wir spalten und aggressiv sind. Ich gebe zu, dass ich manchmal auch gerade aggressive Phasen habe oder einfach, ich bin in einer unglaublichen Anspannung. Deshalb, ich möchte auch niemanden hier, okay? Ich kann nur ganz einfach sagen, nur ganz kurz. Hier geht es mir nicht darum, Sie zu überzeugen. Ich muss das tun, genauso wie ich Menschen sagen muss, du musst zu Gott zurückfinden. Nicht, weil ich Sie überzeugen will, sondern weil ich es nicht verschweigen darf. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Ich sage, Herr Jesus Christus, ich möchte. Und ich sage nicht, ich muss. Okay, das ist ja unser Ziel. Ich muss schon meine Pflicht erfüllen. Ich wünsche dir alles Gute und Gottes Segen. Ich wünsche dir alles Gute. Okay. Bitte schön. Umarmen. So. Nein. Danke dir. So.